Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde unserer kleinen Reihe zur Zeitdiagnose, ich darf Sie euch herzlich willkommen heißen, schon zur x-ten Ausgabe. Und wir freuen uns sehr, dass Sie jetzt trotz anbrechenden Herbstes und Dunkelheit draußen den Weg hierher gefunden haben. Vielleicht ist ja die Jahreszeit gar nicht schlecht, um sich mal wieder ein paar tiefschürfendere Gedanken zu machen, nachdem die Sonne uns so verwöhnt hat die letzten Monate. Wenn man der Ruf nach Zeitdiagnose, das wollte ich unbedingt sagen, ist ja vielfältig. Jeder will wissen, in welcher Zeit leben wir eigentlich. Das ist aber gar nicht so leicht zu beantworten, denn anders als eine Spekulation auf die Zukunft oder auch einen historischen Rückblick ist es ja sehr schwer, sich und seine Umgebung in der Jetztzeit überhaupt zu erkennen. Deswegen haben wir, da müssten Sie kurz rüberschauen, uns den Jägerstand, wie man zumindest bei uns im Badischen sagt, als Symbol auserkoren. Also wir würden jetzt etwas auf die Höhe gehen und versuchen, mal ein bisschen Überblick zu kriegen. Die Vortragsreihe zur Zeitdiagnose für diejenigen, die zum ersten Mal dabei sind, baut sich alphabetisch auf. Also wir erarbeiten eigentlich so eine Art Glossar der Gegenwart und haben schon 2013 mit einem Vortrag von Dietrich Dietrichsen zur Authentizität angefangen und sind inzwischen beim Buchstaben O bzw. Ö wie Öffentlichkeit, Klammer auf, digitale, Klammer zu. Dass wir uns heute Abend mit dem Thema der Öffentlichkeit befassen wollen, steht schon lange fest, weil wir in vielen Projekten glauben, dass dieser Begriff der Öffentlichkeit, also der Verlust an Öffentlichkeit, die Verteidigung von Öffentlichkeit, die Wiederentdeckung von Öffentlichkeit sehr, sehr viel zu tun hat mit dem, was wir als demokratische und soziale Frage begreifen. Öffentlichkeit, das darf ich vielleicht sagen, nach unserem Verständnis nicht einfach als ein Resonanzraum, sondern wirklich als die Orte, an denen Gesellschaft mit unterschiedlichen Interessen und Perspektiven aufeinander trifft, sich begegnet, kollidiert und irgendwie vielleicht an so einem gemeinsamen Ort in der Unterschiedlichkeit auch produktiv wird. Das wäre so ungefähr die Idee von Öffentlichkeit. Und dann hat uns natürlich die Frage besonders interessiert, was eigentlich die Digitalisierung mit dieser Öffentlichkeit im Guten wie im Schlechten macht. Es könnte ja zum Beispiel sein, dass es gar nicht nur die Algorithmen und die Filterblasen sind, die zu einer gewissen Verlust an Öffentlichkeit führen, weil jeder nur noch das findet, was er sucht und sich gar nicht mehr überraschen lässt von dem, was er nicht sucht, sondern dass möglicherweise auch eine technologische Möglichkeit entstanden ist, sich sehr schön über die eigenen digitalen Communities aus dem Weg zu gehen und sich sozusagen im eigenen Echoraum zurückzuziehen. Das wäre die problematische Seite, und gleichzeitig haben wir natürlich sehr viele Hoffnungen auch in die digitale Öffentlichkeit der Zukunft. Also lange Rede, kurzer Sinn, wir sind gespannt, was uns der Abend bringt, und ich freue mich sehr, Kaya Timm begrüßen zu dürfen, der wir die Frage nach der digitalen Öffentlichkeit heute Abend stellen wollen. Kaya Timm ist seit langer Zeit, auch wenn es Wikimedia bis heute nicht gelungen ist, das richtige Jahr ihres Eintritts in die Professur in Bonn zu markieren, nämlich das war das Jahr 2000, richtig, Kaya? Kaya Timm ist seit 2000 Professorin für Medienwissenschaft in Bonn und hat sich in vielfältigen Formaten und vielfältigen Publikationen befasst mit Fragen von Social Media und eben auch deliberativen Raum im Netz. Dazu gibt es auch einen eigenen Forschungsschwerpunkt bei der DFG, den Kaya Timm leitet. Also ich kann mir keine bessere Referentin für heute Abend vorstellen. Wir sind sehr gespannt, hören jetzt uns den Vortrag an, führen danach ein kleines Gespräch, und Sie können sich ja schon mal vorbereiten, welche Fragen Ihnen auf den Nägeln brennen. Frau Timm wird die sicher gerne beantworten. Schönen Abend wünsche ich uns.
Ja, das war wirklich eine ganz besonders schöne Ankündigung. Ganz, ganz herzlichen Dank. Ich bin sehr gerne gekommen, denn das Thema, was heute auf der Tagesordnung steht, jetzt ist ein bisschen doof, dass ich meine Folien selber nicht sehe. Ach ja, okay, alles klar, genau. So, weil so ganz auswendig kann sie dann doch nicht. Weil, und da unten sehen Sie gleich unten in dieser kleinen rechten Ecke ein kleiner Verweis auf das bereits angesprochene Forschungsprojekt steht. Die Deutsche Forschungsgemeinschaft hat uns 6 Jahre, was ein sehr langer Zeitraum ist, die Gelegenheit gegeben, genau dieser Frage nachzugehen. Gibt es denn so etwas wie Deliberation, also der alte Habermasche Begriff von der sozusagen diskursiven Demokratie? Gibt es das noch? Gibt es das wieder? Gibt es das anders? Ja? Oder müssen wir vielleicht, und es wird ein bisschen mein Resümee sein, in Zeiten einer vollständig veränderten Form von Diskursivität uns auch andere Gedanken darüber machen, was Öffentlichkeit ist. Und damit möchte ich gerne beginnen, denn ich sehe Öffentlichkeit und Diskurse innerhalb der Öffentlichkeit im Rahmen sich verändernder, globaler, und das meine ich auch wirklich global in diesem Sinne, Strukturen von Bedürfnissen von Bürgerinnen und Bürgern zur Mitsprache, die auch, nicht nur, aber auch, eben über die Technologien einen Ermöglichungsraum gefunden haben und deswegen sozusagen auch immer intensiver werden. Und ich mache da einfach mal so eine kleine Sammlung von, Impressionen, die viele von Ihnen vielleicht aus der Presse, vielleicht aus eigener Anschauung kennen. Hier haben wir Blockupy, also sozusagen das war die Frankfurter Aktion der Occupy-Bewegung, die dann dazu geführt hat, dass teilweise Frankfurt in ganz anderen, sag jetzt mal, Diskursen sich befand. Wir haben natürlich die berühmte angebliche Facebook-Revolution. Wir wissen heute natürlich alle, dass dies so nicht der Fall war. Aber sozusagen als diskursiver Marker in dem, was Menschen in die Öffentlichkeit getragen haben, lässt sich natürlich auch dieses Datum anführen. Und dann möchte ich auch noch lokal werden. Wir haben uns relativ lange, und Sie werden auch gleich daraus Daten sehen, Stuttgart 21 beschäftigt. Das gilt auch so ein bisschen als fast schon ikonografisches Ereignis. Diese Fotos sind berühmte Pressefotos, die sehr viele von Ihnen sicherlich gesehen haben. Der Schwarze Donnerstag in Stuttgart hat auch Zeitgeschichte geschrieben und ich glaube, hat auch ein Stück weit Demokratie und digitale Demokratiegeschichte geschrieben. Wenn wir uns jetzt diese Bilder sozusagen einfach nochmal vergegenwärtigen, dann merken wir, es hat sich ja nicht nur die Medienlandschaft geändert, sondern es hat sich auch etwas anderes geändert, nämlich der Anspruch von vielen auf Öffentlichkeit, auf Mitsprache. Und das ist natürlich das, was dann Partizipation, wenn man so will, im besten Sinne darstellt. Nach diesen kleinen Erinnerungen und Impressionen möchte ich vielleicht einfach mal mit 2 Beobachtungen beginnen. Vielleicht sogar eigentlich eher 3 Beobachtungen. Zunächst erstmal das, was auch angesprochen wurde am Anfang. Wir alle, beziehungsweise ich gebe auch zu, ich ganz besonders, waren am Anfang sehr medieneuphorisch. Wir haben, ich zumindest rechne mich dazu, geglaubt, dass wir nun über die Möglichkeiten des allgemeinen Zugangs mehr Demokratie, mehr Beteiligung und vor allen Dingen natürlich mehr Transparenz bekommen würden. Über Länder, Kulturgrenzen hinweg, sozusagen der Gedanke der großen globalen Verbrüderung, die Franzosen haben das sehr, sehr schön in vielen Projekten übrigens erforscht, die, weil sie immer in Französisch sind, leider kaum zur Kenntnis genommen werden. Aber wir haben natürlich auch, und das ist der 2. Punkt, mit den großen Playern wie Facebook und Twitter ganz andere Formen von Alltagskommunikation, die ebenfalls Veränderungen von Öffentlichkeitsstrukturen nach sich ziehen und auch damit gleichzeitig Machtstrukturen. Denn die Kontrolle von Öffentlichkeit hat auch immer mehr etwas mit technologischen Mächten zu tun. Und deswegen ist es ja ein Stückchen fast schon absurd, aber da können wir in der Diskussion nochmal drauf kommen, dass wir sozusagen als große Errungenschaft gefeiert haben, dass Google das Recht auf Vergessen eingeräumt hat. Aber wem geben wir die Entscheidungsbefugnis über das, was dann vergessen werden darf oder nicht vergessen werden darf? Google, die eine kleine Kommission einrichten und dann uns sagen, was dann vergessen werden darf und was nicht. Wir sehen also, es gibt völlig neue Regeln, nach denen wir uns bewegen, im alten und im neuen Raum. Und ganz wichtig ist, dass die sogenannten Gatekeeper, die früher einmal dafür gesorgt haben, dass bestimmte Themen in die Öffentlichkeit kommen oder auch nicht, nämlich insbesondere die Journalistinnen und Journalisten, heute so in dieser Form
nicht mehr existieren, denn natürlich jeder von uns und jede von uns ist sein eigenes Medienunternehmen. Und man kann auch sich fragen, vielleicht nochmal ganz kurz für diejenigen, die sich dieses, wenn man so will, ja, kreativen Chaos nicht ganz so bewusst sind, ein kleines Bild von einem Kollegen aus den USA, wo man sehr schön sehen kann, die ersten beiden Figürchen sind sozusagen das, was face-to-face, die Interaktion direkt miteinander, die auch als Encounter-Öffentlichkeit gilt. Die zweite ist die traditionelle Medienöffentlichkeit, wo ein zentrales Medium sozusagen einem dispersen Publikum in Form eines Programmes bestimmte Medieninhalte kommuniziert. Sie sehen, es gibt da keinen Rückkanal bei dem zweiten Bildchen. Und das dritte, dieses Hin und Her und wie auch man will, vernetzte Chaos, das ist eigentlich das, was wir heute haben. Und zwar reden wir immer von einigen Plattformen besonders, aber ich glaube, wir alle wissen, das ist nur eine Momentaufnahme. Wir haben jetzt zum Beispiel neuere Formen wie Snapchat oder ein neues Chatprogramm, Telegram, was ganz andere Kulturen bedient. Das heißt, das ist so ungefähr das, womit wir leben. Wir haben alle drei Formen nach wie vor, aber das Letzte, nämlich die Frage der Social Media, ist eigentlich das, was für unser Verständnis in unserem Forschungsprojekt an dem, was jetzt Öffentlichkeit verändert hat, besonders relevant ist. Und ich will Ihnen noch zeigen, warum. Und in meinem Forschungsbereich, ich bin eigentlich theoretische Linguistin, ich habe also mich sehr, sehr viel mit Sprache beschäftigt und das kommt mir im Moment auch sehr zugute, denn wir sehen natürlich auch diesen Begriff des Diskurses, der ja ganz wichtig ist, auch für die Herstellung von Öffentlichkeit, für die Herstellung von Demokratie, der verändert sich und er verändert sich deswegen, weil Medien ihre eigenen Logiken haben. Das sind teilweise technische Logiken, das sind Institutionen, die dahinter stehen, wie beim Fernsehen. Ich glaube, da ist das den meisten klar, das ist ein großer Apparat, eine große Institution. Aber auch soziale Medien haben natürlich ihre eigene Logik. Und diese Logik ist teilweise eine, wenn wir sagen wollen, eine Logik, die uns Ermöglichungsraum zur Verfügung stellt, aber sie limitiert uns auch, denn wir haben keinen Einfluss darauf, sondern wir bewegen uns in dem, was uns diese Logik zur Verfügung steht. Und ich möchte Ihnen ganz kurz zeigen, auch mal ein paar Daten aus der digitalen Welt, was Twitter so kann und wie entsprechend natürlich dann auch Herstellungsprozesse von Öffentlichkeit sich verändert haben. Twitter sagt sehr schön, es geht um dich, um deine Welt und es geht um das Neue. Wir bringen beides zusammen. Wir zeigen dir, was in deiner Welt Neues ist. Und für diejenigen, die vielleicht nicht so aktiv sind auf Twitter, das bedeutet nichts anderes, als diejenigen, die mir folgen, die entschlossen haben, meine Tweets zu lesen, diejenigen sozusagen formieren meine Welt. Ja, und diese News werden dann entsprechend natürlich auch dieser Welt entsprechend generiert. Das heißt, diejenigen, die mir folgen oder in meiner Gruppe sind, haben andere Neuigkeiten als andere. Und das bedeutet aber natürlich auch, und da will ich Ihnen doch ganz kurz mal zeigen, was Medienlogik eigentlich heißt, dass wir in einem System uns bewegen. Ja, das ist meine Form von Öffentlichkeitsgenerierung. Dieser kleine Tweet ist übrigens ein ganz berühmter Tweet gewesen. Das war nämlich das Video von dem schwarzen Donnerstag, was nachher übrigens auch in den Gerichtsprozessen eine doch nicht unwichtige Rolle gespielt hat. Sie sehen, da sind einfach sozusagen diese vier Funktionen, ja, diese vier Operatoren, die eigentlich ganz einfach aussehen. So ein RT, Retweet, ist ja, hört sich alles nicht dramatisch an. Oder der Hashtag, nicht der berühmte Gartenzaun. Meine Kinder benutzen den inzwischen auch schon im Verbalen, sagen immer, Hashtag Mama ist genervt. Das heißt nämlich, oh, das Muster, Mutter ist genervt, ist gerade aufgerufen, wir bleiben ja lieber vom Leib. Ja? Das heißt, Sie sehen, da gibt es ganz interessante Formen sozusagen der, ja, der Transposition von Medieninhalten in verschiedene Welten. Aber das ist einfach ein Bild mal einer Medienlogik und dann sehen wir auch mal, wie die sich dann konkret im Tun, im digitalen Handeln auswirkt. Das sind Tweets aus den Daten, die wir erhoben haben über viele, viele Jahre lang. Wir haben die größte Twitter-Sammlung, glaube ich, in ganz Deutschland. Wir hatten Probleme mit Twitter, es gibt natürlich auch immer wieder dort das rechte Problem, aber wir haben für die Forschung sozusagen Dispens bekommen, weil ich glaube, dass wir auch zeigen können, was man mit Twitter doch alles Spannendes tun kann. Dies sind Tweets, wie gesagt, aus einer Serie, die wir während der Zeit der Proteste
sozusagen gesammelt haben und auch ausgewertet haben. Und die zeigen, wie Öffentlichkeit hergestellt wird in einer relativ kleinen lokalen Situation, nämlich einer Protestsituation gegen diesen unterirdischen Bahnhof. Aber ich zeige Ihnen auch bei den nächsten Tweets, was dann sozusagen diese Herstellung von Öffentlichkeit für Folgen haben kann. Wir haben hier das Video, was ich vorhin schon erwähnt hatte. Also das Video ist angehängt an den Tweet. Das war damals noch zu älteren Twitter-Zeiten, wo man das sozusagen auf einer separaten Plattform gefunden hat. Heute ist das alles viel praktischer. Und wir sehen auch, dass die Nutzerinnen und Nutzer, das ist, glaube ich, noch eine ganz zentrale Beobachtung, ganz eigene Kulturen der Herstellung von Öffentlichkeit über die Möglichkeiten der Twitter-Medienlogik entwickeln. Und eins möchte ich Ihnen zeigen. Das ist eine Art Fotoreportage. Sie haben einfach nur vier Bilder, früher hat man das Twitpic genannt sozusagen, vier Bilder, die in diesem Tweet aneinandergereiht sind und erreichen dann auch die 140 Zeichen. Und die vier Bilder dokumentieren einen Bruch eines Versprechens der damaligen Bauleitung, nämlich in dieser Nacht würde nicht weiter gebaut werden. Darauf haben sich die Protestierenden verlassen. Und diese kleine Dokumentation, das Bild 2, Bild 3 aus dem frühen Morgen und Bild 4 zeigt dann, das war nicht der Fall. Sie sehen also, da ist Öffentlichkeit einerseits persönlich innerhalb der Gruppe, andererseits dokumentarisch, individuell über die bestimmten Twitter-Logiken ermöglicht worden. Das heißt, man kriegt so einen kleinen Eindruck, nur jetzt mal aus diesem Einstieg in die Praxis, was es alles gibt und selbstverständlich ist, und hier ist ganz wichtig zu erwähnen, auch die Polizei ja nicht untätig. Ja? Viele von Ihnen haben sicherlich verfolgt, wie die Polizei die Öffentlichkeit informiert hat, im Rahmen der Krise in München, im Rahmen des Anschlags in München. Die Polizei ist schon sehr lange auf Twitter aktiv. Und diese Tweets, die wir da gesammelt haben, sind insofern sehr interessant, denn sie sehen, dass die Polizei direkt kommuniziert über die Öffentlichkeit, aber, das ist ganz öffentlich, das ist nichts Geheimnisvolles, Twitter ist alles öffentlich, aber direkt kommuniziert hat mit den Protestierenden. Und diese Form der öffentlichen, privaten Kommunikation, und Sie sehen, wie sich jetzt auf einmal alles vermischt, war erfolgreicher, als mit Megafonen die Demonstrierenden aufzufordern, die Plätze zu verlassen. Das heißt, dieser kleine Eindruck soll Ihnen einfach nur zunächst erstmal zeigen, wir können diese Veränderung in der digitalen Öffentlichkeit nicht diskutieren, wenn uns nicht klar ist, was mit Medien gemacht werden kann. Ich sage meinen Studierenden auch immer, wir müssen verstehen, was Doing Media heißt. Wir können natürlich, und es ist wichtig, ich werde Ihnen auch unser Modell jetzt gleich vorstellen, wir brauchen eine Idee darüber, ja, was diese Gesellschaft ausmacht. Aber wir in der Medienforschung müssen uns auch immer mit dem beschäftigen, was dann wirklich im Endeffekt mit Medien getan wird. Und dann kommen wir zurück zu der Frage, die ich am Anfang schon versucht habe, ein bisschen auszudifferenzieren. Haben wir mehr Demokratie durch digitale Öffentlichkeit? Und was ist das denn dann überhaupt, eine digitale Öffentlichkeit? Und ich will da nicht nur die Idee dieser Reihe gerne aufnehmen, sondern eigentlich auch genau diese Ideen, die wir in diesen Jahren der Forschung mit vielen Kollegen, das sind 11 Projekte aus der ganzen Bundesrepublik, diskutiert haben, möchte ich Ihnen gerne nochmal zurückführen, wenn man so will, auf einen der Gründungsväter, ja, dessen, was die sogenannte Struktur von bürgerlicher Öffentlichkeit angeht. Natürlich ist das Jürgen Habermas. Jürgen Habermas hat sich gar nicht so sehr von vielen entdeckt, glaube ich, immer wieder indirekt auch mit den Medien und die dadurch sich wandelnden Strukturen von Öffentlichkeit beschäftigt. Ich habe Ihnen 2 Zitate mitgebracht, die ich persönlich sehr interessant finde, weil sie darauf Bezug nehmen, dass Öffentlichkeit immer auch Auswirkungen auf den Staat, auf unser Rechtswesen, auf das, sag jetzt mal, Auswirkungen hat, was keineswegs nur als Medien, das könnte man ja so in die kleine Nische schieben, bestimmbar ist, sondern was dann letztendlich unser gesamtes System beeinflusst. Er sagt, ich möchte das gerne kurz vorlesen, benutzt auch den Begriff der digitalen Revolution. Er sagt in einem Buch aus dem Jahr 2013, das ist das Technologiebuch, einen weiteren Schritt in der kommunikativen Vernetzung und Mobilisierung der Bürgergesellschaft und fordert den Abschied von einem institutionell gefrorenen Bild des demokratischen Rechtsstaates. Diesen zweiten Teil, nämlich den Abschied von einem institutionell gefrorenen Bild des demokratischen Rechtsstaates, haben wir auf einer ganzen Tagung in Tutzing diskutiert mit Kollegen aus der politischen Wissenschaft.
Und das Spannende ist natürlich, dass darin die Implikation steckt, dass das, was wir jetzt erleben, nicht nur in Anführungszeichen eine Änderung innerhalb der Medienlandschaft, vielleicht auch innerhalb des Journalismus und verwandten Bereichen hat, sondern auch innerhalb des gesamten Rechtsstaates. Das heißt, diese gefrorenen Institutionen, die wir als feste verstehen, die wir über viele Jahre sozusagen in der jungen Bundesrepublik und nun heute auch in der neuen Bundesrepublik kennen, dass die sich wandeln. Und das ist natürlich, finde ich, ein sehr weitreichender Gedanke. Und das bedeutet auch, Öffentlichkeit hat in diesem Zusammenhang natürlich eine ganz viel breitere Wirkung auf unser aller Leben, als wir das vielleicht heute sehen. Das Zweite, was ich nachher auch nochmal vertiefen möchte, ist da wieder der Gedanke von Habermas nach der deliberativen Demokratie, die sich dadurch auszeichnet, dass im Prinzip wir alle Zugang zu den Informationen haben, wir alle mitdiskutieren können, das heißt, wir haben Zugang zu den Öffentlichkeiten, die wir dazu brauchen, um uns unsere Meinung kundzutun und sozusagen, dass diese Formen von neuen Medienzugängen auch die Hoffnung und Erwartung wecken an eine kritische, rational argumentierende und tolerante Internetöffentlichkeit sowie in einen digitalen Austauschprozess von Gedanken, Meinung und Ideen. Wenn Sie nachher sehen, ich habe Ihnen auch Beispiele mitgebracht, um zu zeigen, wo es genau nicht mit Toleranz im Moment viel zu tun hat. Heute Morgen in der Veranstaltung im Justizministerium haben wir da auch einiges dazu gehört. Die Frage ist, wo stehen wir im Moment? Gibt es diese Bewegung hin zu einer diskursiven, toleranten Internetöffentlichkeit? Deswegen die Fragen, die wir uns stellen müssen, und ich glaube, die gehen sozusagen Hand in Hand mit dem, was dann digitale Öffentlichkeit sein kann. Gibt es denn Chancen auf digitale Deliberation? Oder bleibt alles, wie jetzt schon ja gesagt wurde, in der berühmten Filterbubble, wir kriegen gar nichts mehr voneinander mit. Ich glaube, dass wir dieses sowohl als auch ja, im Moment haben. Ich glaube, dass wir in diesem Prozess mittendrin sind. Und ich glaube, dass die Hoffnung, die Habermas in dem Buch 2008, auch ein sehr schönes Buch über Ach Europa, beschrieben hat, vielleicht das schön kennzeichnet, wo wir heute sind, nämlich Meinung denen, deren Komplexität auf allen Stufen des politischen Prozesses eine zunehmende Zahl von formellen und informellen Gesprächen erfordert. So Habermas in seinen Schriften. Und ich glaube, diese Beschreibung auf allen Stufen des Prozesses eine zunehmende Zahl von Gesprächen, und das Gespräch kann ich ja sehr wohl auch als einen digitalen Austausch verstehen, ich glaube, wenn man das ernst nimmt, dann ist genau das, was wir nämlich dringend brauchen, eine Debatte über das, wo wir hingehen, miteinander, ich hoffe miteinander, ja, in eine Zukunft, die digital sein wird, ich glaube, da gibt es gar keinen Zweifel, diese Debatte führen wir nicht wirklich. Wenn sind wir alle so ein bisschen wie eingefroren und starren auf das, was um uns herum passiert, Wahlen wie in Berlin, Wahlen nächstes Jahr in verschiedenen Ländern, große Nationalwahlen, Frankreich und Deutschland, wir sind fast ein bisschen sozusagen zu sehr beschäftigt mit vielen politischen Details, um dieser wichtigen Frage nachzugehen. Aber ich glaube, sie ist so wichtig, dass wir sie unbedingt diskutieren müssen. Und dazu möchte ich jetzt gern zwei Ideen beitragen. Eine These, die sehr häufig vertreten wird, nämlich die, dass digitale Medien aufgrund, ich sage dazu gleich noch ein paar Beispiele, ihrer Strukturen, aufgrund ihrer Organisiertheit, aufgrund ihrer Medienlogik dazu beitragen, dass wir eine fragmentierte Öffentlichkeit haben. Das heißt, Teilöffentlichkeiten, kleine Öffentlichkeiten, die nichts miteinander zu tun haben, als Demokratieproblem. Diese Zuschreibung, diese negative Zuschreibung hört man nicht nur in den sozusagen Kritikern des Internet, sondern auch in ganz verschiedenen politischen Zirkeln. Natürlich stimmen einige von den Beobachtungen. Ich möchte sie auch nennen. Nicht alle haben Zugang zum Internet. Ich glaube, das ist vollständig klar. Der digitale Graben trennt nach wie vor zum Beispiel die Generationen. Meine Kinder oder deren Kinder haben völlig andere Mediennutzungskulturen als wir, als meine Generation. Wir haben selbstverständlich auch nationale, internationale, massive Veränderungen zwischen den sogenannten Industriestaaten und beispielsweise Sub-Saharan Afrika.
Ich habe zwei Doktorandinnen, eine aus Kenia und eine aus Tansania und lerne dort natürlich auch wieder, wie unterschiedlich dort zum Beispiel das Recht auf das Internet verteilt ist. Und ganz wichtig, und das ist ein, glaube ich, ganz zentrales Thema, es gibt keine gemeinsamen Themen mehr, da traditionelle Massenmedien als Referenzrahmen faktisch Relevanz verlieren. Ja? Sie wissen vielleicht, dass das einzige Printmedium, was massive Auflagensteigerungen in den letzten Jahren zu verzeichnen hat, die Zeit ist. Und die Zeit bietet etwas mit einem sehr klugen Chef an der Spitze, nämlich genau das, was Menschen suchen, Orientierung, sozusagen Debatten am Ende der Woche, ja, weil unter der Woche natürlich die Informationsflut uns alle beschäftigt hat. Aber das bedeutet auch natürlich, dass wir, das werde ich heute nicht vertiefen, aber über eine massive Krise des Journalismus reden. Und ich glaube, die meisten von uns hier im Raum sind uns einig, dass wir einen fundierten journalistischen Berichterstattungskultur unbedingt benötigen. Ich glaube, wir alle haben gesehen, dass ohne dieses Fachwissen, das Hintergrundwissen, wir auch WikiLeaks damals nicht verstanden hätten. Keiner hätte wirklich gewusst, um was es da wirklich ging, wenn wir nicht diese, sag jetzt mal, ganz großen Spezialisten gehabt hätten. Beklagt wird der Niedergang politischer Partizipation. Das ist so wie die Enttäuschung, ja, von vielen. Diejenigen, die so viel Hoffnung hatten, die sind jetzt ganz besonders enttäuscht. Ja. Diejenigen, die realistisch waren, vielleicht nicht so sehr, aber viele haben eben geglaubt, jetzt beginnt praktisch die Beteiligung von mindestens 3/4 der Bevölkerung und wir diskutieren und deliberieren gemeinsam im Netz. Dies ist aber, wie man sehen wird, natürlich auch nicht der Fall. Stattdessen, so der Vorwurf derjenigen, die die Fragmentierungsthese besonders stark unterstützen, stattdessen haben wir Elitediskurse, einseitige Informationsflüsse innerhalb der Gesellschaft. Das heißt, genau genommen haben wir genau das nicht mehr, was wir angeblich, muss man wirklich sagen, angeblich früher mal hatten, nämlich den großen gemeinsamen Diskursraum der Öffentlichkeit. Ich glaube, mit diesem Mythos muss man schnell aufräumen, das gab es natürlich so nie, aber ich nehme diese Kritik, und ich glaube, das sollten wir auch als Netzforscherinnen und Forscher sehr ernst, dass das Internet genau dazu beiträgt, das Gegenteil von dem, was wir uns erhofft haben, zu erreichen, nämlich Fragmentierung statt Gemeinsamkeit. Und da kommen zwei Stichworte, die dort natürlich unbedingt auch fallen müssen, nämlich das von Cass Sunstein bereits 2001 formulierte Echo Chamber, wo ich faktisch immer nur mich selber höre. Ich rufe in diesen Raum rein und höre mein eigenes Echo leicht verzerrt, aber letztendlich bin ich das selber, mit dem ich im Diskurs bin. Und natürlich dann die berühmte Filterbubble von Ali Pariser, der als, glaube ich, erster sehr präzise und pointiert, auch in einem sehr schönen TED-Talk, den man im Internet sich angucken kann, gezeigt hat, welche Filter unsere Aufmerksamkeit und unsere Interessen und Öffentlichkeit steuern. Das ist sozusagen die amerikanische Version davon. Die Huffington Post war damals sozusagen noch ein ganz zentrales Medium. Heute ist das ein bisschen anders. Auch die Washington Post hat durch den Besitzerwechsel natürlich auch wiederum eine andere Rolle bekommen. Aber Sie sehen, dieses amerikanische Modell, da könnten wir unsere zentralen digitalen Medien reinschreiben und es würde sich wahrscheinlich gar nicht so arg viel unterscheiden. Aber was heißt das jetzt? Wenn wir sagen, das ist vielleicht eine Problembeschreibung, aber machen wir es uns da nicht zu einfach? Ja? Ist es denn wirklich so, dass Fragmentierung dazu führt, dass plötzlich Diskurse beendet werden, dass wir in Sackgassen enden, dass wir nichts anderes als ein Echo-Chamber um uns herum haben? Ich glaube das nicht. Ich glaube, dass wir ganz andere Bewertungsmaßstäbe und vielleicht auch eine andere Konzeption brauchen, die möchte ich Ihnen gerne kurz vorstellen. Ich glaube, dass wir Öffentlichkeit situativ und auch medial anders verstehen sollten. Ich glaube, wir brauchen eine Rekonzeptionalisierung von Öffentlichkeit innerhalb dieses medialen Spannungsfeldes, um zu verstehen, wie Öffentlichkeit dann wirklich sozusagen in diesem Umfeld generiert wird. Und die These ist, dass man eben genau nicht hingehen sollte und sagen sollte, in dem Moment, wo sich Diskurse in kleineren Gruppen abspielen, das tun sie zum ganz großen Teil, ja, in dem Moment, wo wir zum Beispiel auf nur einem digitalen Medium eine Debatte haben, in dem Moment, wo beispielsweise auch keine Querverbindungen existieren,
Das heißt aber nicht, dass es keine Öffentlichkeit gibt. Und das heißt auch nicht, dass es keine politische Öffentlichkeit, politische Debatten gibt. Sie sehen nur anders aus und sie haben auch eine andere Dynamik. Und jetzt will ich kurz mal zeigen, wie wir das konzipieren können, ohne dass ich die Kritik an den momentanen sozusagen Informationsverläufen da vollständig negieren möchte, sondern ich glaube, wir müssen die Dinge anders angucken, um zu verstehen, was wir im Netz für Dynamiken haben und auch was wir für negative Dynamiken haben. Wir bezeichnen diese kleineren Öffentlichkeiten als sogenannte Mini-Publics. Der Ausdruck ist nicht ganz neu, wir benutzen ihn aber anders, als er früher benutzt wurde, denn Mini-Publics sehen wir nicht als minderwertige Form von Öffentlichkeit oder als Opfer von Fragmentierung, weil sie sozusagen vielleicht nicht innerhalb des massenmedialen Raumes sich abspielen, aber sie sind konstruktiv für den aktuellen Strukturwandel von Öffentlichkeit, den wir erleben. Denn wir erleben ja nicht weniger Öffentlichkeit, ja? Wir erleben sie anders. Und im Moment haben wir eher einen defizitären Blick auf diese Strukturwandelprozesse und haben noch nicht ganz verstanden, wie wir sie auch in der Wissenschaft für uns, sag jetzt mal, greifbar machen können. Das Konzept der Mini-Publics bietet eine Wissenschaft ist ja durchaus so, dass man diese Begriffe entwickelt und dass man sie diskutiert und dass man sie revidiert. Aber wir haben das jetzt in sehr vielen verschiedenen Tagungen vorgestellt. Nächste Woche werde ich hier in Berlin auf der großen Internettagung auch etwas dazu sagen. Die diskursive Verbundenheit Einzelner in diesen situationsbezogenen Öffentlichkeiten sind einerseits informell, andererseits aber auch formelle Strukturen, die wir erleben. Ich zeige Ihnen gleich auch noch ein Beispiel dafür. Das ist aus einem neuen Buch von uns, wo wir das definiert haben. Es ist eine englische Definition. Ich habe sie jetzt einfach mal so mitgebracht, wie man sie im Zitat auch findet. Aber das ganz Zentrale ist, dass diese Form von Mini-Publics als in einem digitalen Rahmen basiert verstanden wird. Ja, das bedeutet, ein Thema wird in einem öffentlichen, das heißt publicly visible und publicly accessible, ja, das ist ganz wichtig, über einen bestimmten Zeitraum hinweg diskutierte Thematik und sozusagen, und da kommen wir natürlich zu dem, was dann die Medien ausmachen, visuell angereichert, textuell angereichert, visuell heißt natürlich dann auch in dem Fall durchaus auch mit Bewegtbildern, YouTube spielt ja eine ganz zentrale Rolle heute. Diese Mini-Publics lassen sich ganz unterschiedlich, da gehe ich jetzt ein bisschen ganz kurz auf unsere Empirie ein, denn wir haben natürlich da jetzt auch Daten erhoben. Wir haben ganz verschiedene Formen von Mini-Publics. Die erste ist eigentlich die, die wir im Moment noch besonders stark sehen, und zwar die sogenannte Nutzer- oder User-initiierte Mini-Public, die durch einen konkreten thematischen Bezug von den Usern zum Beispiel aktiv selbst gesetzt werden. Ich nenne mal jetzt die Hashtag Aufschrei-Debatte, wo nur allein über den Hashtag diese Diskussion im Netz damals über Anne Wizorek, die Bloggerin, initiiert wurde. Es gibt aber natürlich ganz, ganz viele andere Beispiele dafür. Die eventgesteuerten Mini-Publics ist das, was die meisten von uns, die kommentieren, die bloggen, die auch auf den verschiedenen Seiten der sogenannten Traditionsmedien Kommentare hinterlassen, tun. Wir kommentieren Ereignisse. Wir sehen oder wir hören oder wir lesen, ja, oder wir bekommen die Nachricht, dass sich irgendetwas ereignet hat, von politischen Ereignissen wie Wahlen, Naturkatastrophen, Großereignisse, Sportevents und. Skandale sind besonders beliebt. Justin Bieber ist im Moment so auf der Hitliste dessen, was man so an Mini-Publics findet. Da gibt es von der Menge her zumindest viele, viele tausend Nutzer, die seine Aktivitäten kommunizieren. Das heißt, das Interessante ist aber, und das zeigt auch, dass diese Mini-Publics keineswegs so etwas sind, was dann irgendwie wieder verschwindet aus dem öffentlichen Gedächtnis. Wir haben den Hashtag Fukushima untersucht während des damaligen Atomunfalles, und Fukushima ist inzwischen zu einem, ja, wenn man so will, Schlüsselwort geworden, in dem Moment, wo sich in irgendeiner Form ein Problem in Sachen AKW oder wo sich auch in Frankreich, Großbritannien, egal wo, dort bildet dieser Hashtag Fukushima dann ganz schnell eine Mini-Public, die ist ganz offensichtlich in einem, wenn man so will, dormant Zustand immer noch gibt.
Ganz interessant ist, dass es auch jede Menge kommerziell gesteuerte Mini-Publics gibt, also auch in der PR, ob es in der politischen PR ist oder in welcher auch immer. Selbstverständlich kann man auch solche Öffentlichkeiten versuchen zu steuern. Das ist das, sag jetzt mal, Handwerkszeug von jeder PR-Agentur, die das sehr gut kann. Interessant für uns jetzt in der Medienwissenschaft ist, dass auch das jetzt wieder, klingt jetzt relativ nachvollziehbar, komplex wird in dem Moment, wo man sie in der Technologie verortet. Und obwohl wir als Kulturwissenschaftler jetzt der Technologie nicht anheimfallen wollen, aber man kommt doch immer wieder darauf zurück, dass man sich mit ihr beschäftigen muss. Wir sehen immer mehr Diskurse, die sich über verschiedene Plattformen erstrecken. Wir nennen das polymedial. Polymedial ist, heißt zum Beispiel über Twitter, Sie erinnern sich an die Folien, die ich Ihnen am Anfang gezeigt habe, Sie haben einerseits einen Link zum Beispiel zu, sagen wir, Spiegel Online. Spiegel Online berichtet über ein Ereignis, was Sie mit Ihrem Tweet verlinken können. Sie haben aber auch Ihre eigenen Fotos, die Sie auf Ihren Tweet mit Ihrem Tweet mitschicken. Das heißt, Sie sind gleichzeitig simultan polymedial unterwegs. Und das bedeutet auch wiederum eine Veränderung in der Medienkultur, denn plötzlich haben wir ganz viele Informationen gleichzeitig. Ja? Und nicht mehr transmedial oder crossmedial, irgendwie so alles mal nacheinander oder so, sondern es ist alles schon in einem einzigen Text enthalten. Das ist ein neues Phänomen und diese Idee des Multitasking, die wird ja der älteren Generation gerne abgesprochen, aber ich sag, also auch die Jugendlichen sind zum Teil, kommen sie an ihre Grenzen, wenn sehr, sehr viele Informationen eigentlich so gebündelt sind, dass man sie erstmal auseinandernehmen muss, um sie überhaupt zu verstehen. Diese sozusagen inter- und transmedialen Mini-Publics, die auf diesen hochkomplexen, muss man einfach sagen, ja, Öffentlichkeit im Netz beruhen, sind natürlich dann auch sehr diskursiv und das ist das, was wir Sie alle kennen und was wir kaum diskutiert haben bisher, das Überschwappen in Anführungszeichen in oder aus den traditionellen Medien. Das heißt, wir haben heute keine Parallelstrukturen. Ich halte das für einen Fehler, ja, das so zu nennen. Parallel heißt, da laufen so zwei Systeme nebeneinander her und die berühren sich nicht. Das ist nicht richtig, ja. Wir haben eine Simultanität von dem traditionellen Mediensystem, von den Social Media, von verschiedenen interpersonalen Medien, alles gleichzeitig und nicht parallel. Ja? Das heißt, wir bewegen uns so, ich sage mal so in and out, ja? Auch aus der virtuellen Realität. Und VR ist jetzt bei uns noch nicht heute das Thema, aber ich denke, wenn ihr bei V seid, am Ende, vielleicht kommt dann virtuelle Realität als Stichwort. Ich glaube, das ist das, wo es dann sehr bald auch drum gehen wird. Um das abzuschließen und gleich Ihnen ein Beispiel zu zeigen, wie man das dann auch nachweisen kann, diese kleineren Sphären sind wirklich ein Charakteristikum dessen, was wir heute teilweise als fragmentiert, ich würde das eben, wie gesagt, vorsichtiger beschreiben wollen. In diesen Mini-Publics finden sehr viele Diskussionen statt und es finden auch sehr kontroverse Diskussionen statt. Das werde ich Ihnen gleich zeigen. Das nämlich ist ein Beispiel von einer Diskussion in den USA. Sie wissen, dass die USA extrem, extrem bipolar sind, nicht nur in ihrer Parteienstruktur, sondern auch in ihrer gesamten, wenn man so will, grundlegenden Einstellung der Menschen. Links haben sie Demokraten, die darüber bei Twitter diskutieren, ob man nun das Budget entblocken soll oder nicht. Sie erinnern sich vielleicht an die verschiedenen Budgetkrisen in den USA. Rechts haben Sie die Republikaner. Wenn Sie sehen, wie wenige von diesen kleinen grünen Strichen, das sind dann die Tweets, die sich auf die Tweets von anderen beziehen, ja, also die entweder über AdMentions oder über gemeinsame Hashtags einen Bezug herstellen, dann sehen Sie eigentlich, dass da wirklich nicht viel ist, ja, im Vergleich zu dem, wie die Gruppen untereinander diskutieren. Das würden wir als sogenannte polarisierte Gruppen auf Twitter beschreiben. Das kann man mit ganz vielen Diskussionssträngen so berechnen. Das ist als Netzwerkanalyse gar kein so großes Hexenwerk. Man kann also zeigen, in diesem Falle, ja, sieht man, dass sozusagen in den Parteien anders diskutiert wird, zumindest über andere Themen, als miteinander. Das scheint natürlich jetzt auf jeden Fall mal die These zu bestätigen. Diese beiden Gruppierungen, Entschuldigung, haben nicht viel miteinander zu tun. Und ich glaube, ich fürchte, dass man heute Nacht den Beweis in der ersten großen Runde wohl auch sehen wird. Ich will Ihnen aber auch deutsche Beispiele zeigen. Ich habe ja erzählt, dass wir Twitter-Tweets aufzeichnen, und zwar von Politikerinnen und Politikern.
Ich sage immer zu den Landtagsabgeordneten, also wenn Sie mal irgendwann wissen möchten, was Sie 2010 oder 12 getwittert haben, dann kommen Sie zu uns, wir haben das alles. Wir untersuchen nämlich vor allen Dingen natürlich auch, wie unsere Mandatsträgerinnen und Mandatsträger, die ja für uns auch Öffentlichkeit herstellen sollen, denen ja auch große Hoffnung und hohe, hohe Erwartungen mitgegeben wurden, als sie gewählt wurden, dass sie sich mit der Bürgerschaft auseinandersetzen, dass sie mit uns kommunizieren. Und der Druck auf die Politiker und Politikerinnen ist immens, dies auch zu tun. Ja? Das muss man ihnen immer wirklich zugutehalten, auch wenn sie sehen, ich bin hier ja etwas kritisch. Das ist drei Fragen, Fragmentierung, Elite-Diskurs, Filterbubble, drei Fragen, vielleicht dreimal ja. Politiker unter sich oder Twitter als öffentliche Bühne, habe ich diese Folie überschrieben, ist eine Konversation zwischen sechs Politikern verschiedener Parteien und, wer die Szene ein bisschen kennt, sieht natürlich, das sind auch sozusagen andere politisch erfahrene Personen dabei, aber es gibt eben auch Versuche von Bürgern, sich einzuschalten. Das gelingt nicht, ja, das sieht man. Also man merkt richtig, Peter Altmaier, der ein echter Star war bei Twitter, jetzt glaube ich, darf er nicht mehr so viel, ich weiß nicht, ich bin da ein bisschen zurückhaltend. Aber er war natürlich, er wurde sehr viel zitiert, sehr viel retweetet, er hat sich sehr stark beteiligt, er hat dieses Medium ganz, ganz intensiv genutzt. Aber man sieht eben auch, das, was wir gedacht haben, hier wird Öffentlichkeit hergestellt und die Bürger können faktisch diskursive Öffentlichkeit, wenn man so will, im besten Sinne, Deliberation, alles öffentliche Daten, ist kein Geheimnis dahinter. Ja? Das scheint so, und ich bin jetzt wirklich sehr vorsichtig, wir sind im Jahr 2016, diese Daten sind aus der letzten Bundestagswahl. Wir werden sehen, wie es nächstes Jahr in der Bundestagswahl ausschaut. Ich glaube, man muss in der medienhistorischen Betrachtung schon auch immer sehen, dass wir durch solche Phasen von Entwicklung durchgehen, dass Menschen Medien dann auch lernen zu nutzen, ja? Und mit ihnen umgehen und so natürlich dann auch die Medienkultur verändern. Ich will aber auch noch ein paar Beispiele zeigen, wie man Mini-Publics ganz anders sehen kann. Und das sind Beispiele von Bürgerbeteiligungen, den sogenannten Bürger-Communities. Sehr viele Städte machen das. Es gibt online Bürgerbeteiligungen. Es gibt, hier habe ich mal mitgebracht, sogenannte Landkarten, also städtische Landkarten, wo Sie dann vermerken können, da zum Beispiel, keine Ahnung, ist eine Birne durchgebrochen, da ist es laut. Wir haben jetzt hier zum Beispiel, irgendwo funktionieren die Lampen nicht oder andere Themen, offenes Köln zum Beispiel. Es gibt ganz viele verschiedene Versuche, die Bürgerschaft wirklich kreativ einzubinden. Ich habe natürlich auch Bonn auch noch mit dabei. Das heißt, der Verwaltung die Anliegen in diesen kleinen Öffentlichkeiten, die aber wie gesagt sehr produktiv sein können, zu vermitteln. Das ganz, ganz große Problem ist bei diesen sehr gut gemeinten, aber leider oft nicht gut gemachten Aktionen, dass nichts passiert. Ja? Denn wenn Sie als Bürgerinnen oder Bürger eben anmahnen, dort ist ein riesiges Schlagloch und man kann nicht mehr Fahrrad fahren und auch Kinderwegen und Ähnliches geht schon mal gar nicht mehr und passiert nichts, dann ist natürlich der Frust im Prinzip vorprogrammiert. Das heißt, diese Formen sind auch Formen von Mini-Publics. Ich will jetzt am Ende noch auf ein Thema eingehen, was mich persönlich sehr umtreibt und womit ich mich sehr intensiv beschäftige, nämlich die Frage, wie kann es sein, dass diese kleinen Öffentlichkeiten einen solchen Raum einnehmen in unserer Debatte um das, was das faire Internet, das faire Miteinander umgehen, ja, ausmacht. Und das ist natürlich auch eine Frage unserer Diskurskultur, weil wenn wir sagen, wir diskutieren online und das ist unsere Öffentlichkeit, wir konstruieren diese Öffentlichkeit selber, dann müssen wir uns fragen, was wir tun. Und dieser Frage möchte ich jetzt einfach noch ganz kurz nachgehen und Ihnen drei Thesen da noch mit auf den Weg geben. Es gibt sehr viele verschiedene sogenannte Hetzorte auf Facebook, wo man sich faktisch treffen kann und eigene Öffentlichkeiten bilden kann, um seinem wie auch immer gearteten negativen Gefühlen, die teilweise massiv rassistisch sind, Ausdruck zu verleihen. Und die erste These in diesem Bereich ist, und da, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass die klassische Öffentlichkeit, das, was die Journalistinnen und Journalisten für uns gemacht haben, ja, sortieren, Diskussionsstränge bündeln, uns mit Informationen versorgen, inzwischen als Lügenpresse bezeichnet wird und nicht immer nur als unter Anführungszeichen. Das heißt, wir desavouieren im Moment faktisch selber,
das, was wir haben. Ja? Nicht, dass ich nicht sage, auch die Journalistinnen und Journalisten müssen sich prüfen, wie sie berichten. Gerade in Zeiten, wo eine schnelle Kontrolle von faktisch allen Informationen jederzeit möglich ist. Aber ich glaube, dass wir da in einer Debattenkultur sind, die hochproblematisch ist, ja, und eben dieser tradierten Öffentlichkeit etwas nimmt. Und wenn wir schauen, Pegida macht, wir haben eine Pegida-Studie jetzt gerade abgeschlossen, macht ihre PR faktisch nur auf Facebook. Sie sind schon gar nicht mehr auf den normalen Internetseiten, sondern sie sind faktisch auf Facebook unterwegs, weil sie dort die vollständige Kontrolle haben. Hier ein Beispiel einer Künstlerin. Und Sie sehen vielleicht der Kommentar, und da möchte ich, und zwar interessant, dass unser Justizminister heute Morgen immer wieder, auch ähnlich wie der Kollege, darauf Bezug genommen hat, dass wir Community-Building in diesen Öffentlichkeiten haben. Und das ist genau das, was wir empirisch auch wirklich nachweisen können, denn diese Form von gegenseitiger Unterstützung findet man überall. Wenn wir ganz kurz aus unserer Forschung vielleicht einen kleinen Blick in die Empirie, wenn wir uns anschauen, was auf Pegida-Facebook-Seiten gepostet wird, und das ist Öffentlichkeit, das muss man sich ganz klar machen, ja? Dann sieht man, dass natürlich sozusagen die Möglichkeiten, die ich vorhin mit diesem kleinen Männchenbild versucht habe zu erläutern, hier auf eine sehr professionelle Art und Weise umgesetzt werden, indem beispielsweise sehr viele, wir haben hier einfach mal nur die ersten 40 Kommentare zu einigen Postings ausgewertet, das allein waren schon, glaube ich, fast 8000 Stück, nur mal ausgewertet, wie sozusagen Resonanzboden und Öffentlichkeit für die eigenen Themen erzeugt wird. Und Sie sehen natürlich, dass thematische Setzungen wie Flüchtlinge ganz hoch im Kurs stehen, das überrascht jetzt niemand, das müssen Sie nicht lesen, nur das oben rote sind diejenigen Postings von Pegida selber, die meisten Reaktionen bekommen haben, das heißt, je rassistischer und je negativer über Flüchtlinge, desto mehr Reaktionen. Wie funktioniert das dann? Wie kann man sozusagen diese Generierung von einer, ich will mal sagen, eine Öffentlichkeit, die mir persönlich natürlich selbstverständlich eine Öffentlichkeit ist, die wir beobachten, die wir inzwischen natürlich auch überall gespiegelt bekommen, aber die trotzdem als Wissenschaftlerin ich versuche zu erklären. Und ich möchte Ihnen eine Erklärung geben, die mit der Filterbubble zusammenhängt, nämlich dieser Idee, dass man sich im eigenen Netzwerk bewegt und nur das liest, was die anderen sozusagen posten. Das ist eine These, aber was noch wichtiger ist dabei, das möchte ich Ihnen gern zeigen, es ist so, dass dieses Netzwerk in einer Selbstbestätigung verläuft. Und ich will gleich noch was sagen, weil das ja auch gestreamt wird. Es gibt eine Debatte in der Medienwissenschaft über Klarnamennutzung in wissenschaftlichen Vorträgen. Es gibt zwei Positionen. Die einen sagen Klarnamen nie, und ich sage, wenn wir über Öffentlichkeit reden und wir sagen, Facebook ist ein öffentlicher Diskursraum, und das ist er, und deswegen hat Facebook auch eine ganz andere Verantwortung als die sie wahrnehmen wollen, dann ist dies für mich öffentliche Diskussion, und damit gehören die Namen für mich absolut ohne jede Ausnahme dazu. Und das ist genau das, was wir auch bei den psychologischen Studien gesehen haben, dass viele Menschen gar nicht wissen, dass sie in der Öffentlichkeit sind. Das ist vollständig absurd. Also jeder, der Facebook nutzt, weiß, dies ist öffentliche Kommunikation. Aber fragen Sie mal die Leute, die glauben nicht, dass es öffentlich ist. Ich habe doch da nur was gepostet. Ja? Von diesen Beispielen haben wir sehr viele. Das ist natürlich irgendwie auch fast schon etwas ironisch. Es ist zum Kotzen, wenn man in einer Demokratie seine Meinung nicht äußern kann. Ganz offensichtlich kann man das ja. Ja? Richtig, Ute, wie schön wäre es, wenn man seine Meinung ohne Angst ungestraft über die sozialen Medien vertreten könnte. Ganz offensichtlich kann man das. Ja? Also von daher entbehrt das nicht einer gewissen Ironie. Und wir haben eine Vielzahl von diesen öffentlichen Postings, wo nochmal klargemacht wird, wie man diese Mini-Publics auch herstellen kann und wie man dann diese Mini-Publics wirklich, ich will mal sagen, pflegt, regelrecht. Ja? Und hier ein weiteres kleines Beispiel, da könnte ich Ihnen jetzt 30, 40, 50 aus unserem Material geben. Die dritte, und die ist mir auch sehr wichtig, das ist der emotionale Anteil an diesen neuen Formen von Öffentlichkeit, wo sich eine Art Kokon bildet, wo plötzlich, wir fragen uns ja immer wieder, wie kommt es denn, dass jemand sich traut, ja, also oder mit jeder Barriere, jeder Hemmung, ja,
in einem öffentlichen Forum sich massiv rassistisch zu äußern. Ich glaube, eine der Erklärungen ist wirklich, dass man dort eine Öffentlichkeit gefunden hat, in der man sich geschützt fühlt, aber gleichzeitig öffentlich ist. Ja? Das heißt, ich bin nicht mehr privat, ja? Aber ich bin auch nicht so ganz sozusagen auf dem öffentlichen Marktplatz. Und da gibt es, wie gesagt, eine Unzahl. Ich habe einfach mal zwei mitgebracht. Ich glaube, da brauchen wir uns braucht man gar nicht weiter zu vertiefen. Sie brauchen bloß einmal in irgendein Forum zu gehen, auf Facebook zu gehen, und Sie finden natürlich noch viel mehr als das. Das ist eine von denjenigen, die ich etwas animiert habe, denn das ist die Selbstzuschreibung als Rassist, die inzwischen auch nicht nur hoffähig ist, sondern die auch viel Applaus erzeugt inzwischen in diesen verschiedenen Mini-Publics, und die dann mit so einem Mash-up, das heißt also wirklich faktisch mit einem massivst rassistischen Spiel mit einem Bild aus dem KZ in Auschwitz sozusagen garniert wird. Die Frage, was Öffentlichkeit bedeutet, ist natürlich auch für die Justiz interessant. Das ist jetzt aber nicht unser Thema heute Abend, aber bei so etwas gibt man dein iPhone, du aus Land, oder es brennt wieder bei euch daheim. Da würde ich sagen, da ist die Grenze doch gefunden. Jetzt ist die Frage, wie wird dann über solche Themen in der Öffentlichkeit diskutiert? Ja? Und ich glaube, da muss man, und das darf man in Berlin auch tun, durchaus mal die Akteure zu Wort kommen lassen, die sich ja mit diesen Öffentlichkeiten einerseits manchmal als Betroffene, ja, also die Politiker bekommen jede Menge sozusagen auch öffentliche Hetze zu spüren. Aber ich will nur noch mal zeigen, wie sich diese Schritte, die man früher als Politiker gemacht hat, da hat man sich distanziert, man hat eine Presseerklärung gemacht und man hat unter Umständen sogar eskaliert. Ja, wie das kleine Beispiel jetzt hier zeigt, was Sigmar Gabriel mit der Bezeichnung PAK. Ich will nur mal zeigen, was neue Öffentlichkeitsstrukturen sind im Netz. Das ist ein Begriff, da könnte man sagen, das würde in den anderen, in den alten Zeiten, in den vordigitalen Zeiten vielleicht einfach einen Kommentar oder eine Protestnote auslösen. Ja, heute ist es anders. Heute wird es zu einem ikonischen sozusagen Bild gemacht, nämlich dem berühmten Galgen, oder dann natürlich im Internet fast gleich zu einer eigenen Facebook-Gruppe, nämlich patriotisch, anständig, korrigiert, kameradschaftlich, ein Wortspiel mit dem Begriff, und gleichzeitig sozusagen eine neue Öffentlichkeit geschaffen als anders. Ich will damit nur zeigen, dass wir, wenn wir über digitale Öffentlichkeiten diskutieren, wir sind ja erst am Anfang, das muss man sich wirklich klar machen, diese verschiedenen Prozesse immer mit im Blickfeld haben müssen. Ich glaube auch, dass Politik und politische Vermittlung nicht mehr so funktionieren kann, wie sie mal funktioniert hat, weil auch die Politik die Kontrolle nicht mehr hat. Ja? Wie gesagt, Pressemeldung, das finde ich immer, wenn man sich überlegt, hat auch wieder was Rührendes. Ja? Ich erinnere mich, wie die Berliner Journalisten sich furchtbar aufgeregt haben, als der Regierungssprecher damals mit dem ersten Tweet ankündigte, was Angela Merkel tun würde, und eben nicht auf einer Pressekonferenz. Lang ist es her. Ja? Lang ist es her. Ja, und natürlich, dann haben wir solche Personen wie Erika Steinbach, die mit diesem Tweet, glaube ich, und das ist, wie gesagt, auch alles öffentliche Kommunikation, öffentliches Zündeln, ihrer Verantwortung als demokratisch gewählte Politikerin sicherlich nicht gerecht wird, das darf ich hier wirklich so sagen. Ja, was tun? Jetzt kommen wir zu dem Teil, wo dann das Internet, glaube ich, wirklich auch heute so zu Recht vielleicht auch wieder als ein Ort gesehen werden kann, wo dann etwas Neues entstehen, vielleicht auch entstehen muss. Nämlich, wenn ich jetzt sage, das sind öffentliche Diskurse und die spielen sich in dieser neuen digitalen Öffentlichkeit ab, was heißt das dann für uns? Ja, was heißt das dann für diejenigen, die das nicht stehen lassen wollen? Früher haben wir vielleicht mal einen Leserbrief geschrieben. Ja, der wurde nicht abgedruckt oder verändert. Heute haben wir andere Möglichkeiten. Und das hat natürlich dann auch wieder was mit meinem Eingangsthema zu tun. Was heißt dann digitale Demokratie? Wo sind wir denn als Bürgerinnen und Bürger gefordert? Ein kleines Beispiel der Counterspeech. Sie sehen, da habe ich den Counterspeaker rausgenommen, weil wir wissen, dass diese Menschen, die das machen, die dann wirklich auch ganz konkret auf Facebook oder Twitter sich gegen oder auch mal auf YouTube ein Video hochladen, was sich mit diesen Themen beschäftigt, die sind dann durchaus auch persönlich betroffen. Auch da, glaube ich, sollte man, was Justiz angeht, ein bisschen genauer hinschauen. Das ist ein kleines Beispiel dafür, wie jemand versucht, einer sehr, wenn man so will, rassistischen Kommentarlinie etwas entgegenzusetzen als Posting. Es gibt andere Gegenwehr, wenn man so will, da sind wir jetzt nicht mehr nur im Netz, sondern das ist eine Headline
die vielleicht einige von Ihnen aus dem letzten Herbst noch kennen. Ein Azubi hat wegen eines Hasspostings seine Lehrstelle verloren. Ich glaube, es war bei Porsche, wenn ich mich recht erinnere. Er hatte gefordert, dass man statt eine Wasserdusche für die Flüchtlingskinder doch lieber einen Flammenwerfer auf die Kinder richten sollte. Und das Interessante war an der Debatte darum, dass diesem Jugendlichen, obwohl er 16 oder sogar älter war, nicht klar war, dass dies öffentliche Kommunikation ist. Das ist dieser seltsame Widerspalt, den man immer wieder findet, auch wenn man doch den Jugendlichen doch klar beigebracht hat, dass es öffentlich, dass das ganz oft nicht so wahrgenommen wird. Es gibt aber natürlich auch andere Formen der öffentlichen, und das ist vielleicht ein kleines Beispiel jetzt, insbesondere der NDR hat sich da auch sehr hervorgetan. Und es gibt die YouTube-Counter-Aktionen. Wir haben jetzt nicht mehr so viel Zeit, aber Sie können das natürlich sich anschauen. Das ist eine, ich finde, sehr gelungene Aktion. Wer von Ihnen ab und zu YouTube-Videos schaut, merkt, dass er da oft der Werbung ausgesetzt ist. Einige Werbung kann man nämlich nicht wegklicken. Da muss man sie erdulden, bis man zu dem Film kommt, den man schauen will. Und diese Strategie hat sich diese Initiative zunutze gemacht und schaltet faktisch Videos von Flüchtlingen vor rassistische Videos. Das heißt, wenn Sie als Rassist, sagt es mal einfach so, etwas klingt jetzt etwas sehr pauschal, auf solche Videos gehen, dann müssten Sie, wenn Sie dieses Video sehen wollen, erst einen Flüchtling und seine persönliche Geschichte anhören. Wie gesagt, ich überspringe das jetzt, ich glaube, es wird ein bisschen knapp. Ich möchte am Ende vielleicht noch ein bisschen noch heraustreten aus der Frage Öffentlichkeit. Ich glaube, das ist ein Kernthema. Es wird uns weiter begleiten, wie Öffentlichkeiten sich verändern. Aber ich glaube, es hat auch ganz viel mit uns, ich sag mal, als digitale Wesen. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen überzogen für Sie. Wir sind ja alle Fleisch und Blut. Aber wir sind natürlich auch alle mit digitalen Identitäten unterwegs. Ja? Und spätestens dann, wenn wir merken, dass wir auf Medien verzichten wollen, müssen, dann merken wir, in welcher, sag jetzt mal, umwälzenden Welt wir eigentlich leben. Wir haben dislokale Medien ubiquitär, überall. Ja? Wir sind plurimedial unterwegs, von Gleichzeitigkeit, wie gesagt, hatte ich ja vorhin schon gesprochen. Wir haben eine gewisse Zeitlosigkeit. Das Netz vergisst nichts, Sie wissen das. Zeitlosigkeit bedeutet aber auch, wir haben immer weniger Zeit. Kategorie Zeitlichkeit verändert sich. Der Philosoph und Soziologe Hartmut Rosa hat dazu sehr schöne Bücher geschrieben über die Frage, was ist denn heute Beschleunigung? Wie können wir es überhaupt noch fassen? Wir sind aber gleichzeitig von einer gewissen Distanzlosigkeit, und dazu habe ich Ihnen, glaube ich, doch genug Beispiele gezeigt, bei gleichzeitiger physischer Distanz, ja, wir haben physisch häufig Distanz zu denjenigen, mit denen wir zu tun haben, weil wir sie ja nicht mehr sehen und anfassen können. Ja? Aber wir sind trotzdem sehr nah und sehr dicht, denn die hohe Kommunikationsdichte ist immens. Wenn ich zum Beispiel, habe jetzt ein WhatsApp geschrieben und dann kriege ich nach 3 Stunden die Antwort, tut mir leid, dass ich jetzt erst antworte. Ja? Das heißt, die Dichte und die Erwartungshaltung dessen, was wir als vernetzte Kommunikation erleben, ist natürlich auch vollständig verändert. Die Always-on-Kultur, glaube ich, das war vor 4, 5 Jahren mal ein großes Stichwort, ist es natürlich jetzt auch immer noch. Und die hohe emotionale Nähe, das haben Sie vielleicht auch ein bisschen gesehen, dass Menschen auch Gruppen, sozusagen auch politische Öffentlichkeiten als ihr Zuhause erleben und sich dort plötzlich frei fühlen. Das sind, glaube ich, doch auch Phänomene, die etwas damit zu tun haben. Ja, zum Ende. Ist mir immer ein großes Anliegen. Ich bin auch viel in Schulen unterwegs und mache das sehr gerne, diskutiere auch sehr gerne mit den Jugendlichen darüber. Und ich finde immer wieder, übrigens auch in Unternehmen, ja, die es doch eigentlich besser wissen sollten, bei vielen das Gefühl, das Internet ist einfach da draußen irgendwo. Ja, das ist da irgendwo, so als wäre es etwas, eine Entität, die man greifen könnte. Aber das ist nicht so. Ja, wir leben in einem Prozess der Mediatisierung. Mediatisierung ist ein sogenannter Meta-Prozess, wie Globalisierung und Industrialisierung um die letzte Jahrtausendwende, 1900. Das sind Prozesse, die können wir nicht zurückdrehen. Ja, das wird weiter seinen Gang gehen, in einer großen Geschwindigkeit. Wie gesagt, ich glaube, virtuelle Realität ist sozusagen, hängt ja sozusagen schon über uns als neues Phänomen. Und das geht eben uns alle an. Und deswegen, diese Form von Öffentlichkeit, die wir im Moment sehen, ist vielleicht auch nur eine Phase. Ja? Vielleicht wird sich in 3, 4 Jahren das alles nochmal ganz anders darstellen. Aber was wir beobachten können,
Und ich sage das nochmal, ich glaube nicht an diese Parallelität dieser Welten. Ich glaube, dass sie miteinander verwoben sind, wie in einem, ja, wie in einer Welle. Man geht rein und raus. Manchmal merkt man gar nicht, wo man jetzt ganz genau ist. Vielleicht merkt man das besonders jetzt bei dem Thema Hass. Und natürlich, und das ist mir auch immer ein Anliegen, Medienbashing, was man auch oft hört, und das Internet, das ist also böse. Die Unternehmen sind sowieso böse. Ja, Unternehmen haben ihre Interessen und sehr wahrscheinlich muss man sie irgendwann kontrollieren. Ich denke auch, da wird es wahrscheinlich keinen Weg drumherum geben. Aber es sind immer noch wir. Es sind immer noch wir. Und diesen Verantwortungsdiskurs, den zu führen, das wäre mir und ist mir ein großes Anliegen. Wir nutzen die Medien so zu dem, ja, wie sie jetzt heute sind. Und ich glaube, diesen Aufbruch, den würde ich mir sehr wünschen. Und ich habe den Eindruck, es wird auch anders diskutiert. Wir sind auf einem Weg, uns wirklich als vielleicht digitale Bürger neu zu konfigurieren. Und vielleicht kann das ja dann sogar so aussehen. In dem großen Aufbruch sind wir vielleicht gerade nicht. Aber vielleicht ist es dann doch irgendwie so, dass wir auch mit dem iPad in der Hand eine friedliche Revolution starten können. Ganz herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Kaya, Tim. Jetzt ist die Frage, ist das Mikro an? Ja, Dankeschön. Das war jetzt ein sehr reichhaltiger Vortrag. Dafür vielen herzlichen Dank. Ich fürchte, wir müssen die Veranstaltung demnächst fortsetzen, um die ganzen Punkte, die du jetzt angesprochen hast, ausreichend zu würdigen. Aber wir fangen mal an. Und während Sie sich, wie eingangs schon erbeten, sich Fragen überlegen, würde ich vielleicht ganz gerne noch mal an einem Punkt einhaken. Dieser Begriff der Öffentlichkeit, den kann man ja sehr unterschiedlich deuten und der wird auch sehr unterschiedlich gedeutet. Aber ich würde doch gern mal an der Figur festhalten, Öffentlichkeit als der Raum, als die Orte, in denen sozusagen unterschiedliche Perspektiven und unterschiedliche Interessenslagen zusammenkommen und in eine Auseinandersetzung treten. Es ist ja kein Zufall, dass sozusagen in der Ideengeschichte dieser Begriff der Öffentlichkeit immer in einem starken zusammengebracht wurde mit der antiken Agora, also der, in der in Wahrheit auch nicht alle, aber eine gewisse Idee von Zusammenkunft der unterschiedlichen oder das römische Forum und so weiter. Jetzt nochmal ganz simpel und blöd gefragt. Das, was du jetzt alles als Mini-Publics und Teilöffentlichkeiten bezeichnest, ich meine, wo siehst du denn wirklich Ansätze, interessante Ansätze, wo man wirklich sagen würde, da findet in einem tieferen sowas wie eine Sichtbarkeit der Unterschiede und ein Dialog zwischen unterschiedlichen Perspektiven statt, weil als ich deine Beispiele mir so angehört habe, dachte ich, ja klar, da ist unheimlich viel Energie drin, da ist wahnsinnig viel Engagement drin, aber eigentlich hatte man den Eindruck, bis auf so eine Gaga-Reim-Konversation zwischen Altmaier und Beck, war das eigentlich alles sozusagen kanalisierte Energie im eigenen Spektrum und überhaupt nicht das, was wir in demokratische Auseinandersetzung, demokratischen Diskurs erwarten würden. Also ich glaube, das ist vielleicht doch sehr diesem Bild geschuldet, dass du, wenn man so will, die Dialektik suchst. Ja? Also das Dialektische zwischen den beiden Positionen. Ich habe eine Debatte pro und contra. Ja? Sag mal so, wie man es im Fernsehen, wie gesagt, heute Abend vielleicht jetzt in den USA sehen wird. Ich glaube, dass das für mich eine Form von Exklusion ist. Darstellt. Ja, denn die Frage war ja immer, wer war denn an diesen Debatten beteiligt, wenn man jetzt mal ganz ehrlich ist. Ja. Wer war denn genau an diesen Herstellungen von politischen Öffentlichkeiten beteiligt? Normalerweise die, wenn man so will, Mandatsträger, ja, politische Eliten. Ja. Und wo, wenn du jetzt zum Beispiel mal anguckst, wo haben denn Bürger, Bürgerinnen sich beteiligt? Der Kleinstnehmer auf der Kommune. In der Kommune hast du was? Bürgersprechstunden. Ja? Ich glaube, wir reden über zwei verschiedene Dinge. Das eine ist die Manifestation von Öffentlichkeit durch die Medien. Ja? Und da glaube ich, dass wir im Moment in diesem Umbruch des
sage jetzt mal, der nicht mehr kontrollierbaren Gatekeeper sind. Ja? Das heißt, die Gatekeeper, die Journalisten, die früher Debatten oder Kommentare oder über investigative Themen sozusagen Öffentlichkeit zu bestimmten Themen haben herstellen können, ja? Das ist eine Veränderung, die wir haben, weil daran sind jetzt eben, wie gesagt, sehr viele beteiligt. Ja? Das Zweite, was ich aber aus demokratietheoretischen Gründen, Perspektiven, ehrlich gesagt viel spannender finde, ist doch der Gedanke, wir haben gedacht, alle beteiligen sich. Aber die Frage war doch, was haben wir denn gedacht, wo man sich beteiligt? Ja? Dass man jetzt zum Beispiel Herrn Altmaier einen Tweet schickt und sagt, Herr Altmaier, ich würde mir wünschen, Sie tun dies oder jenes. Ja? So waren ja mal die Erwartungen. Genauso waren die Erwartungen. Ja? Also ist die Frage, wie, und das ist doch das Spannende im Moment, wie werden denn Diskurse organisiert und auf welchen Ebenen? Wo finden sie statt? Wo finden sie statt? Genau. Ich meine, der Verdacht ist ja so ein bisschen, dass sozusagen ja, wahnsinnig viel Engagement und wahnsinnig viel Leidenschaft im Guten wie im Schlechten stattfindet, aber dass überhaupt nicht mehr zusammenkommt, was nicht zusammengehört und was nicht zusammen will. Also ich weiß nicht, ich bin weit davon entfernt, irgendwie so ein nostalgisches Bild meiner Jugend zu entfalten und sehe natürlich die ganzen Chancen, aber trotzdem meine ich, wir tun vielleicht sozusagen bisherigen Stufen der Öffentlichkeit auch ein bisschen Unrecht, so zu tun, als hätten die überhaupt keine Idee von Repräsentation und überhaupt keine Idee von Unterschiedlichkeit gehabt. Also ich erinnere mich zum Beispiel, Joschka Fischer hat mal gesagt, Parlamente ist halt von Alkoholiker über den Bauarbeiter bis zum Beamten sind sie halt alle da. Das stimmt auch nicht ganz, sind mehr Beamte, aber trotzdem gibt es eine Idee von Repräsentationen. Auch als ich in den 80er Jahren den Fernseher angemacht habe, der lief halt am einen Abend Löwenthal mit rechten Thesen und am nächsten Abend Monitor mit linken und am dritten wurde das alles in irgendeiner Talkshow, in der übrigens damals auch noch geraucht wurde, verhandelt. Also Wo ist der Ansatz sozusagen tatsächlich in dem Sinn, neben diesen wahnsinnig leidenschaftlichen Paralleluniversen, sowas wie ein gemeinsame Agora oder viele eine Orte im Netz zu entwickeln? Ich frage es gar nicht, weil ich Angst habe, dass die nicht gibt. Mich interessiert nur, wo gibt es die? Weil die Beispiele, die du gezeigt hast, sind es eigentlich nicht. Ja. Ich glaube auch, dass wir im Moment genau da nicht sind. Ja? So. Ich glaube, dass wir eher in dem, deswegen habe ich ja gesagt, also nach meiner Beobachtung sind wir in einem Prozess, wo wir diese hoch ausdifferenzierten kleineren Öffentlichkeiten überhaupt erstmal zur Kenntnis nehmen. Ja? Das heißt, wir haben ja sehr häufig im Prinzip, wenn man so will, die große massenmediale Öffentlichkeit gesehen. Ja, so hat Medienwissenschaft auch immer gearbeitet. Man wertet dann aus, auch mit den Studierenden, die sogenannten Leitmedien, ja, weil die ja mit dem Gedanken der Leitmedien hat man ja verbunden. Dort werden sozusagen die leitenden Debatten geführt. Ja, deswegen haben wir ja auch spezifische Ausrichtungen in den Zeitungen, die sich gehalten haben, nach wie vor. Aber das Interessante ist für mich als Wissenschaftlerin, dass wir jetzt lernen zu lesen, wie sich in diesen kleineren Gruppierungen Diskurse abspielen. Und jetzt habe ich mit dem Beispiel dieser, sag jetzt mal, sehr negativen Hass-Mini-Publics natürlich ein Mini-Publics gezeigt, wo die Leute sich sehr einig sind. Das ist klar. Aber es gibt sehr wohl zum Beispiel auch Debatten, ob das jetzt Blogs sind oder ob das andere thematische Setzungen sind, wo du auch Kontroverse hast, weil danach suchst du jetzt ja. Ne? Nach der Kontroverse, nach der Auseinandersetzung. Muss nicht unbedingt gleich eine Kontroverse sein, aber nach der Auseinandersetzung, genau. Aber ich glaube, die Zustandsbeschreibung ist genau das, was wir heute sehen. Wir sehen Mini-Publics, ich will die auch wirklich als Publics verstanden haben, weil sonst tun wir so, als würde es gar keine Diskussion geben. Die gibt es aber. Sie haben nur, wir sind im Moment in diesem Strukturwandel vielleicht drei, ja? Wenn man Habermas-Terminologie übernehmen will. Aber was dann kommt und wo sich dann die gesellschaftlichen Debatten, die großen Debatten abspielen, ja, meiner Meinung nach wird sich das viel mehr um Ereignisse ranken, viel mehr um Symboliken, viel mehr um Ereignisse wie geplante Ereignisse wie Wahlen oder wie inszenierte Ereignisse wie zum Beispiel eine Talkshow. Jetzt heute Abend meine ich jetzt insbesondere die Trump-Clinton-Debatte. Aber wie gesagt, es ist durchaus so, dass man natürlich sich fragt, wo findet man denn alles? Und das findet man nicht, das ist richtig. Ich meine, gut, die große Samstagabendshow wird es nicht mehr geben, aber vielleicht gibt es ja kleinere
Formate, die man entwickeln könnte, um so Teilöffentlichkeiten oder so kleinere Öffentlichkeiten wiederherzustellen? Weil letzte Frage von meinerseits, dann gebe ich ins Publikum. Ich meine, jetzt nur mal sozusagen im nahen Horizont der Politik, ist schon auffällig, ja? Du hast diese ganze Community-Bildung, die einen sind wahnsinnig engagiert für das Grundeinkommen, die denken auch, die ganze Welt will das Grundeinkommen, weil die nur in ihrer Bubble sind, die anderen finden es ganz falsch und wollen öffentliche Institutionen, also so, die reden den ganzen Tag nur davon, aber was, so diese ganze Meinungsbildung ist völlig sozusagen in den einzelnen Universen segregiert, aber was wahnsinnig nicht schwer ist, ist, wo kommt eigentlich der ganze Müll zusammen? Ja? Wo kommen die Leute, wo kollidieren eigentlich diese unterschiedlichen Perspektiven auf eine produktive Weise? Und ich meine, ich sag mal, ich teile das nicht, aber die etwas kulturpessimistische These wäre ja, dass das natürlich nicht nur mit sozusagen mit den Monopolisten und den großen ökonomischen Playern zu tun hat, sondern vielleicht ja auch mit einer Sehnsucht vieler Menschen, denen das ganz recht ist, dass sie sozusagen in der eigenen Gemeinde bleiben und dafür auch die Technologie zur Verfügung gestellt bekommen. Ja. So, also gut, aber ich rede mich im Kopf und Kragen und hier gehen die ersten Meldungen hoch, die vielleicht, wenn sie sich schnell melden, dann auch schon wieder die letzten sein werden, weil wir so 8:45 machen wir Schluss. Und ich würde jetzt einfach von links nach rechts gehen, damit, weil ich mir das sonst gar nicht merken kann. Und da kommt auch schon das Mikrofon angelaufen. Ach so, ich bin ganz links, danke. Ja, ein zentraler Punkt ist vielleicht, es ist nicht connected. Wir haben einerseits die Parteistrukturen, die grundgesetzlich vorgeschriebene Willensbildung entsprungen aus dem 19. Jahrhundert, wo man einen Abgeordneten mit der Postkutsche in das ferne Hauptstadt, zum Parlament sandte und er dann berichtet dem Volk und wir schauen im Grunde heute noch ähnlich zu. Also wir haben eine Spielwiese, wir können das eben nicht bündeln, wir können... Fantasie wäre jetzt, ich habe eine Demokratie, wo ich alle 3 Monate die Gesamtbevölkerung über wichtige Gesetze, Pakete im Internet irgendwie mit Fingerabdrücken oder so abstimmen lasse und ich habe dann das Begleitende, habe dann den Fokus, auf den das alles hinlaufen würde und dann wäre, hätte diese ganze, das Twittern, diese ganzen Medien hätten dann einen Sinn oder hätten dann eine automatische Fokussierung. Und jetzt ist es halt im Grunde ein Paralleluniversum, also das nicht in der Willensbildung und nicht in der politischen Entscheidungsbildung endet. Und ja, das ist so mein Anliegen, also dass man eben, solange es eben keine direkte Demokratie gibt, gibt es halt so die Möglichkeit der Äußerung und es verschwindet halt irgendwie und jeder ist sich bewusst, dass es im Grunde nicht aufgegriffen wird. Es gibt eben dann noch die Parteienhierarchien im Bundestag und ja, also diese Paralleluniversen, dass man das da vielleicht, dass man gleichzeitig irgendwie eine Verbindung eben zu den Entscheidungsträgern finden müsste. Und diese Dinge, das wäre so ein Punkt, der mich... Ja. Dankeschön. Wir sammeln ein bisschen und dann gebe ich wieder nach vorne. Wenn Sie sich noch mal kurz melden, dann gehen wir hier nach vorne, genau, und dann gehen wir hier weiter nach rechts. Bitteschön, ja. Guten Abend. Also ich würde mal so auf den Punkt zur Zeit, also der Presse, also jegliche Vermittlerfunktion eigentlich absprechen. Das eigentlich mal so als Statement. Dann eine Anmerkung, warum hat die AfD so einen großen Zulauf? Fragezeichen. Nach meiner Meinung, weil sie also viele Unzufriedene im Prinzip pauschal bündelt und das also auch pauschal weiterhin kommuniziert. Dritter Punkt zur Beachtung, jegliche Aktivitäten von Bürgern, die in Richtung direkte Demokratie gehen, sind durch bestehende Gesetze im Prinzip dermaßen behindert, werden also vom Vollzug der Verwaltung zusätzlich verhindert, weil es keine genauen Richtlinien gibt, also und also die also die Exekutive letztendlich also mit den Leuten machen kann, was sie will. Ich weiß, wovon ich rede. Also
Konkretes Beispiel, Volksentscheidritten, haben wir jetzt gerade sehr aktuelle Erfahrungen damit gemacht. Ja, das sind eigentlich so meine drei Punkte dazu. Vielen Dank. So, dann gehen wir hier vorne vielleicht. Ja, okay. Dankeschön. Vielleicht lieber mal eine Frage. Also die ursprüngliche menschliche Kommunikation ist ja die bidirektionale. Sie haben es schön gezeigt. Und da kann man in Kürze erkennen, ob sich dieser Partner qualitativ, ob ich mit diesem Partner qualitativ harmoniere. Ein großes Problem habe ich mit dem Internet, mit der Fülle der Informationen, die sind ja alle gleichberechtigt. Ja, also ich als einer der alten Schule gucke lieber noch in ein Fachbuch, weil ich weiß, da gibt es Autoren, diese haben eine Bildung und da kann ich mich drauf verlassen. Aber in diesem Wust der Informationen, ich habe zum Beispiel manche Begriffe gesucht, da habe ich x, was jeder dazu meinte zu sagen, das steht alles gleichberechtigt drin. Und wir leben ja in einer Zeit der Wissenschaft und der Ökonomie der Zeit. Und ich finde, dieses ganze System widerspricht dem. Und ich finde es interessant, dass Sie jetzt aus dieser großen technologischen Möglichkeit wieder auf diese Mini-Publics kommen. Ja, das würde ja bedeuten, wir haben wieder einen erlauchten Kreis von Gleichgesinnten, die die Entwicklung voranbringen. Und das ist ja auch wichtig. Wie sehen Sie diese Spannung zwischen die von Ihnen Gesagten und den also doch eigentlich in unserer Zeit notwendigen, dass die Wissenschaft und Technik sich entwickeln muss und nicht zerfasert in diesen, denn Sie haben ja eigentlich Ihre Beispiele nur aus diesen, wie Sie es nennen, Ereignissen. Ja, aber was wirklich wichtig in unserer Zeit ist, ist ja die Wissenschaft, die Technik, die Umwelt. Ja, ich finde es schade, dass hier in der Heinrich-Böll-Stiftung nicht einmal das Thema Umwelt gefragt wurde, ob das wirklich nutzvoll ist, dass da jeder seinen Kommentar reinbringen kann, ohne überhaupt wissenschaftliche Grundlagen zu haben. So, jetzt geht das Mikrofon nach vorne zum Markus. Können Sie nicht mal die Frage auch mal beantworten? Ja. Also dieses Sammeln, das bringt doch uns wenig. Doch, nachher, das bringt, weil sonst ist der Unmut groß, weil viele nicht reden konnten. Und danach geht es wieder zurück. Also ich habe mal eine Frage zum Thema. Wenn du hast halt aufgehört eigentlich mit der Frage, wie man diese ganzen Mini-Publizis miteinander verbindet. Welche Lösungswege hast du da? Also konkret fällt mir erstmal ein, man könnte eigentlich öffentlich-rechtlich neu denken in die Richtung, wenn man mal mehr im Internet zulassen würde, weil eigentlich war ja mal die Funktion von öffentlich-rechtlichen Anstalten, quasi diese Debatten zusammenzubringen. Eine andere Möglichkeit, wenn man das technologisch denken würde, wäre natürlich irgendwann mal Algorithmen das machen zu lassen mit Vorteilen und Nachteilen. Also wie ist da deine Einschätzung? Das wäre vielleicht der richtige Moment. Genau. Ich möchte vielleicht erstmal so ein bisschen was aus den anderen Kommentaren. Ich glaube, wir haben immer noch die Erwartung, dass über das Internet, das haben Sie auch so ein bisschen formuliert, sich die Politik, ich will mal sagen, verbessert, im positiven Sinne. Ja, das gibt es ja nach wie vor. Und das Schwierige ist, glaube ich, dass wir im Moment in einer Situation sind, wo wir ganz viel hochfliegende Erwartungen haben, ganz viel Enttäuschung, eine große Konfusion neben einer so rasanten technischen Entwicklung, ja, dass viele Dinge man faktisch gar nicht mehr konzipieren kann. Weder als Person, als einzelne Person, noch wir in der Wissenschaft. Wir hinken sowas von hinterher, das ist ganz furchtbar. Ja. Aber das bedeutet ja, wir sind wirklich in einem Prozess, wo wir im Moment, so, wir sagen so Synchronschnitte, ja, das, was ich gemacht habe, ist faktisch ein Synchronschnitt durch das, was wir im Moment beobachten, systematisieren können. Und natürlich die Frage, und deswegen komme ich jetzt natürlich total gerne auf die Antwort, was sind die Konsequenzen daraus? Ja? Das sind also für mich zwei. Ich hatte eine ganz spannende Debatte jetzt um Regulierung. Muss das Internet reguliert werden? Ja? Finde ich absolut wichtig. Nicht nur auf der Folie dessen, was ich gezeigt habe, sondern natürlich, wenn wir ernst nehmen, dass beispielsweise Facebook inzwischen eine sogenannte Public Sphere ist. Ich glaube, das ist so. Ja? Und wenn man auch diesen schönen Begriff Besitz sozusagen zieht Verantwortung nach sich, ernst nimmt, dann muss man natürlich auch die Rolle von diesen sozialen Medien
neu betrachten. Das habe ich jetzt heute so ziemlich ausgespart. Denn da kommen wir auf genau das, was die Frage sein wird. Wenn wir sagen, öffentliche Diskurse finden bei Facebook statt, ob sie in einer Art und Weise stattfinden, wie wir sie gerne hätten, das war ja auch so ein bisschen Ihre Kritik, ja, da wäre ich jetzt auch mal sehr zurückhaltend. Ja, viele Dinge passieren ja ganz offensichtlich, was ich gezeigt habe, nicht so, wie ich sie mir persönlich wünschen würde. Ich würde mir, wenn es diese Probleme gibt, und es gibt sie natürlich um die Flüchtlinge, um viele andere Dinge auch weiter, dann wünscht man sich natürlich schon eine Debatte mit verschiedenen Positionen, an denen man sich dann auch reiben kann. Ja? Aber wenn wir das ernst nehmen, dass diese Plattformen inzwischen faktisch die Manifestation von Öffentlichkeit sind, ja, dass dort Öffentlichkeit generiert wird, dann ist die Frage, ob die Unternehmen selbst diese Verantwortung als solche erkennen und selbst sagen, wir sind nicht einfach nur ein Privatunternehmen, ja, was Geld verdienen will, das sei Ihnen ja nicht abgesprochen, sondern wir sehen auch, dass wir uns in eine Rolle begeben haben oder darin inzwischen befindlich sind, die weit über das hinausgeht, was faktisch nur in Anführungszeichen den Klatsch mit den Freunden betrifft, was ja Facebook mal war, ja, als ich da 2005 oder sowas angefangen habe, da war das so. Das hat sich jetzt natürlich ganz geändert. Also wäre natürlich die ganz wichtige Debatte Regulierung. Ja, inzwischen, glaube ich, gibt es selbst und den absoluten Netzeuphorikern kaum noch jemand. Ich hatte jetzt eine Debatte mit den Piraten kürzlich auf einem anderen Podium. Auch da wird gesagt, man muss das Internet regulieren. Ja? Ich lasse es einfach mal so, weil das wäre natürlich nochmal eine ganz andere Debatte. Was heißt Internetregulierung? Wer reguliert wen? Wie reguliert man das? Ja? Was sind denn Algorithmen? Ja? Algorithmen sind ja, wir tun immer so, als seien Algorithmen irgendwelche technischen Konstrukte. Das ist überhaupt nicht wahr. Ja, Algorithmen sind soziale Kulturen eingeschrieben. Ja? Da sind unsere Normen, unsere Werte, all das ist da drin. Ja? Das wird aber im Moment auch noch nicht diskutiert. Da können wir jetzt eine ganz andere Diskussion nochmal anfangen. Also ich sage ganz ehrlich, ich bin sehr skeptisch, was Regulierung angeht, wenn du jetzt meine persönliche Meinung hören willst. Ich würde mir wünschen, dass es nicht nötig ist, sage ich auch, ja, dass wir eine Debatte darum haben, welche Rolle Internetöffentlichkeiten für uns alle spielen. Die Debatte würde ich mir genauso wünschen, da beteilige ich mich ja. Und eigentlich nur die letzte, allerletzte für mich Option wäre, das Internet wirklich dann so zu regulieren. Ja, okay. Ja, heißes Eisen, ne? Also die verschiedenen Gesetzgebungen, also Sie alle wissen ja, dass die, zum Beispiel die Tagesschau hat große Probleme bekommen, weil ja die Tagesschau-App, also du weißt, ich brauche dir sowas natürlich nichts erklären, aber vielleicht nochmal als Historie, wir zahlen ja unsere Gebühren faktisch für das öffentlich-rechtliche Fernsehen und Radio. Und die Privatwirtschaft hat natürlich darin dann in der Tagesschau-App eine unzulässige Förderung durch unsere Gebühren gesehen, die sozusagen den Konkurrenzverhältnis zu den Privaten im Netz verändern würden. Ich glaube, öffentlich-rechtliches Fernsehen, Medien muss im Netz genauso sein wie in den alten Medien. Ich glaube, da gibt es doch inzwischen wenig Zweifel. Und wir werden sehen, wie die nächsten Telekommunikationsdebatten darum laufen. Aber ich glaube, da gibt es keinen Weg zurück. Wo ist das? Danke. Sie haben die Mediatisierung als ein Metaphänomen bezeichnet, was ganz Großes. Die Grünen haben die Tradition, große Phänomene in der ganzen Breite zu diskutieren und vor allem auch über Risiken zu sprechen. Was ist denn der Worst Case in der Entwicklung der Mediatisierung und wie wäre der zu bewerten? Vielen Dank. Dann würden wir jetzt vielleicht doch noch mal zu dem Kollegen mit dem blauen Hemd gehen, der sich schon sehr früh gemeldet hat. Danke. Meine Frage geht vielleicht so ein bisschen auch in die Richtung von dem Herrn vor mir. Sie hatten in Ihrem Vortrag ganz am Anfang von den technologischen Mächten gesprochen, als Sie Facebook, Twitter etc. erwähnt haben. Und meine Frage wäre jetzt, haben diese Unternehmen denn wirklich Macht oder sind sie deswegen so erfolgreich, weil sie einfach sozusagen die Macht des Volkes, also genau den Willen, genau die Funktionen, die Personen haben wollten, getroffen haben und haben eigentlich gar keine Macht, weil sie einfach nur Medium sind, aber nicht wirklich
selbst agieren können. Also sie können jetzt nicht, Facebook könnte wahrscheinlich relativ schwer nur den Like-Button abschaffen, weil dann wahrscheinlich große Demonstrationen in größeren Städten stattfinden würden oder sowas. Also inwiefern sind diese Unternehmen denn wirklich faktisch unternehmerisch frei überhaupt noch? Das sind natürlich ganz absolut zentrale Fragen und ich will es gern auf unser Rahmenthema kurz beziehen. Worst Case, so ein bisschen Worst Case Ahnung hatten wir vor einer Woche bekommen, als Facebook ein ikonisches Foto aus dem Vietnamkrieg, Sie kennen das alle, das kleine Mädchen, das vor den Napalmbäumen flieht, dieses Foto hat ja eine Geschichte geschrieben, weil es auch teilweise, so zumindest in die Debatte in den USA, dazu beigetragen hat, dass der Vietnamkrieg menschlich wurde und auch zu Ende kam. So zumindest die Geschichte dieses Fotos. Facebook hat dieses Foto ja aus der Öffentlichkeit genommen mit dem Argument, ja, Sie kennen das, Nacktheit, Nudity, ja, ist ein ganz wichtiger Zensurpunkt bei Facebook, egal ob dieses Foto nun wirklich politische Geschichte geschrieben hat oder nicht. Das ist genau das, was für mich so ein bisschen Worst Case ist, wenn ich mich bei meinem Thema, was mich ja, wie gesagt, seit vielen Jahren bewegt, nämlich Öffentlichkeit, bleiben darf. Dass es faktisch eine Institution gibt, deren moralische, ethische Werte, ja, die öffentliche Debatte so bestimmen, dass bestimmte, ich sag jetzt mal Diskurse, die wir führen in anderen Kulturen, und das mag in Südafrika und in China und in Südamerika nochmal ganz anders aussehen, von einer, wenn man so will, Normkraft reguliert wird und bestimmt wird. Das halte ich, das wäre für mich eine Form von Worst Case. Und ich finde aber, um jetzt gleich zu sagen, wie dann aber auch öffentliche Demokratie und Debatten funktioniert in Zeiten vom Internetzeitalter, das war ja innerhalb von wenigen Minuten öffentlich. Zwar hat dann Facebook gebraucht, sich dem Druck zu beugen und das Foto wieder zur Verfügung zu stellen, also in diesem Artikel der norwegischen Journalisten, aber es gibt diese Debatte in der Öffentlichkeit. Ja? Und die war nicht nur im Netz, die war im Fernsehen, ich glaube, es wurde ziemlich überall berichtet. Am Ende in den Traditionsmedien, ganz am Anfang ging das, also ein Riesensturm, bei mir zumindest durch mein Twitter-Netzwerk. Aber es zeigt die Dynamik. Ja? Es zeigt das Risiko und es zeigt noch auch unsere existierenden und funktionierenden Kontrollmechanismen, was insbesondere die Rolle von Facebook angeht. Und jetzt zu Ihrer Frage. Ich glaube, dass wir vielleicht uns, ich will es jetzt nicht kleinreden, ja, aber dass wir uns ein bisschen zu viel in Anführungszeichen Sorgen um diese Form der digitalen Kontrolle in dem Sinn machen, als wir, glaube ich, schon nach morgen gucken müssen. Das, was Google macht und was Facebook macht, das finden wir zum Teil zu kritisieren, das tun wir auch und wir haben auch noch ein Stück weit Einfluss, ja. Und die Hilflosigkeit, die wir oder die auch die Politik hat, habe ich ja im Eingang schon kurz erwähnt, die Entscheidung, dass Menschen das Recht haben, bestimmte Dinge vergessen zu lassen, ja, auf Google, indem man es nicht mehr findet, ja, nämlich dieses Right to Forget, war eine große Errungenschaft. Und plötzlich, wie wurde es ausagiert? Man hat Google gestartet, eine Kommission aus kompetenten, weniger kompetenten Leuten zusammenzustellen, die dann entscheiden, nach welchen Regeln kulturelles Gedächtnis, weil das ist das ja, ja, bewahrt wird oder auch nicht. Das heißt, wir haben faktisch die Kontrolle, weil wir hilflos sind. Ja, in unserer Civil Society waren wir hilflos, wir wussten gar nichts, was anzufangen mit diesem Gewinn. Ja, und ich glaube, wir brauchen eine Schärfe in der Diskussion um die Rolle von digitaler Öffentlichkeit. Und ich glaube, da kommen wir jetzt hin. Ich glaube, wir sind da auf dem Weg. Warten Sie mal ab, die nächste Bundestagswahl, da werden wir noch viel, viel erleben. Und ich sage nur noch mal, wir brauchen den Blick nach morgen, denn ich glaube, in dem Moment, wo wir virtuelle Realität haben und wir anfangen, unsere Wahrnehmungsprozesse, ja, noch sind die ja zweidimensional, ja, wenn Wahrnehmungsprozesse so sind, dass wir wirklich uns faktisch auch in unserem Kopf und vielleicht sogar physisch in anderen Welten bewegen, ich glaube, dann haben wir nochmal eine ganz andere Verantwortungsdebatte zu führen. Wer das wie nutzt und wer wie kontrolliert und wie dann die Gesetzgebung ist, die Debatte wird hier bestimmt in der Bild-Stiftung geführt, da bin ich sicher. Es gibt sowieso kaum eine Debatte, die nicht die irgendwie nicht führt, in der Bild-Stiftung ja. geführt wird, aber ich habe es mir mal aufgeschrieben, dass wir über virtuelle Realität vielleicht unter V tatsächlich nochmal reden.
Sag mal, Kaya, weil sich die Zeit jetzt neigt und das in mir so ein bisschen nachwirkt, würde ich doch ehrlich gesagt zum Abschluss noch einmal diese Regulierungsfrage etwas zuspitzen, weil das liegt so ein bisschen im Raum. Ich meine, langsam untergehenden öffentlich-rechtlichen Zeitalter in Form von Radio und Fernsehen, ja, da gab es ja im Grunde genommen, um mal so eine Analogie zu bilden, zwei Herangehensweisen. Das eine waren die öffentlich-rechtlichen Kanäle, die ich übrigens bis heute bei allen Defiziten sehr schätze. Und das andere war ja das Modell DCTP. Also wir hacken uns in die privaten Kanäle rein und da müssen die dann halt auch eine Stunde öffentlich-rechtlichen Auftrag senden. Wir erinnern uns Alexander Kluge etc. Ich meine, wenn man diese Analogie mal nimmt, habe ich dich jetzt richtig verstanden, dass du eigentlich sagst, man muss sozusagen, Regulierung hieße für dich irgendwie diese großen Kanäle irgendwie auch in den öffentlich-rechtlichen Dienst in Teilen zu stellen und sozusagen dann Tagesschau auf Facebook und YouTube zu machen. Das wäre so deine Strategie, oder was? Also ich würde jetzt, es gibt ja sehr viel, ich finde, problematische Verquickungen. Da muss man nämlich jetzt auch, da müsste man jetzt natürlich im Detail, das ist eine ganz andere Diskussion im Zimmer. Die Diskussion, die wir hier gerade mit der Öffentlichkeit führen. Ne? Aber die Frage, wie sich der öffentliche Rundfunk über Telegesetzgebung neu aufstellen muss. Ich glaube, das ist da, glaube ich, gibt es sicherlich schon andere. Das war jetzt nur eine Analogie. Schon klar. Aber wir haben ja zum Beispiel Verquickungen, wenn Sie jetzt mal schauen, wie viele deutsche Zeitungen inzwischen auf Facebook ihre Zeitung teilweise publizieren. Ja, das heißt, die Zeitungen sind es gibt Leute, die sagen, ein Pakt mit dem Teufel eingegangen. Ich würde das jetzt nicht unbedingt so beschreiben wollen, es gibt aber diese Zuschreibung, dass sie faktisch als Distributionskanal das, wie gesagt, hochfrequentierte Facebook nutzen, um sozusagen dort ihre, lass es jetzt auch Fernsehen sein, Inhalte zu kommunizieren. Das heißt, man benutzt dann Facebook, also ein soziales Netzwerk, als neues Transportmittel. Ja? Aber da ist man natürlich dann den Regularien dieser Transporteure unterworfen. Genau. So, also ist die Frage, und ganz ehrlich, die kann ich jetzt aus meiner Sicht so nicht beantworten, brauchen wir dann eine Form, wo man sagen kann, dort findet man das Internet des Öffentlich-Rechtlichen. Wie würde sich das gestalten? Spannende Debatte. Aber ich gebe ehrlich zu, da sehe ich uns im Moment nicht. Ich wüsste auch nicht, wer das initiieren sollte. Wir haben schon genug Kämpfe, dass überhaupt unsere klassischen alten Medien, dass die überhaupt im Internet sich bewegen dürfen, wie sie wollen, ist schon schwierig genug. Also 7 Tage Mediathek, wir wissen, wie eng inzwischen die Bedingungen sind. Gut, dann nehmen wir das doch als kleinen Cliffhanger und bleiben an der Frage dran. Das Schöne an den Diskussionen ist ja, dass sie sowieso nie zu Ende sind. Ich danke Kaya, Tim und bitte um einen abschließenden Applaus. Vielen Dank. War eine große Freude und vielleicht darf ich auf zweierlei noch hinweisen, nämlich erstens, dass die nächste Ausgabe dieser Reihe zur Zeitdiagnose am 21. November ist. Kaya, vielleicht hast du ja auch Zeit, mal wieder vorbeizuschauen, und zwar mit der fantastischen Elisabeth Beck-Gernsheim zu dem Schlagwort Patchwork. Also wo ich vermute, dass die ein oder anderen da sehr interessante Erfahrungen beizusteuern haben zu Patchwork-Konstellationen, also neuen Familienkonstellationen, neuen Formen sozialen Zusammenlebens. Das wird sicher sehr interessant und der Abend ist noch lange nicht vorbei. Jetzt gibt es nämlich unten noch was zu trinken und ich habe gehört, auch eine Brezel. Also diskutieren Sie bitte weiter und bleiben Sie uns verbunden. Schönen guten Abend.